Nächste Woche beginnt in Manila die Vertragsstaatenkonferenz der Bonner Konvention. Das ist ein UN-Übereinkommen über die Erhaltung wandelnder Tierarten. Das diesjährige Motto lautet Their Future is Our Future. Gemeinsam mit Joanna Thul und Nicolas Entrop werden wir den Meerestieren eine Stimme geben und uns für den verbesserten Schutz einsetzen, damit die Meerestiere auch tatsächlich eine Zukunft haben. Eines unserer Schwerpunktthemen ist das Thema Plastikmüll in den Ozeanen. Wie ihr wisst, gelangen jedes Jahr Unmengen an Plastikmüll in die Meere mit verheerenden Konsequenzen für wandernde Meerestiere wie Fische, Schildkröten, Seevögel bis hin zu Haien und Walen. Die Tiere leben vermehrt in einer Plastiksuppe, verheddern sich darin oder essen die vermeintliche Nahrung und sterben daran. Ocean Care setzt sich intensiv dafür ein, dass das Zeitalter des Einwegplastiks ein Ende findet und damit auch der Eintrag des Plastiks in die Meere. Eines unserer Ziele ist, dass eine Resolution zum Thema Plastikmüll in den Meeren verabschiedet wird und die Vertragsstaaten sich mit geballter Kraft für den Schutz der Meerestiere einsetzen, und zwar grenzübergreifend. Wir planen auch zu jedem unserer Schwerpunktthemen einen sogenannten Side-Event und werden den Delegierten auch unsere iCare-Kampagne vorstellen. Außerdem ist auch eine Ausstellungsfläche geplant. Ihr seht hier das Material dazu, das wir zusammenstellen. Und übrigens, das hier ist nicht der Koffer für meine Kleider, sondern für eben dieses Material. Es ist jetzt wenige Tage vor der Konferenz und die weiteren Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Übrigens, Joanna Thul, Nicolas und ich werden regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen über die Konferenz berichten. Guckt doch mal vorbei auf www.oceancare.org. Und danke, es ist schön, euch an unserer Seite zu wissen.